Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox. Ja, ich weiß schon wieder, es wird sich halt gewünscht, deswegen machen wir das Ganze auch mit dem GameStar PC Christmas WQHD Plus Edition für 1.379 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. In dem Fall wurde sich das System gewünscht von Bobby Wankenobi und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zum Bild, also das Gehäuse stimmt, die Wasserkühlung stimmt auch, die Grafikkarte auch einigermaßen, da kann ich überhaupt nicht meckern, da haben sie nicht großartig rumgefaked. Betriebssystem ist keins mit dabei, genauso wie auch keine Software vorinstalliert ist, geht ja auch schlecht, wenn das Betriebssystem nicht dabei ist. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7600. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Das ist schon einer aus der aktuellen AM5 Serie. Und der reicht für diese Grafikkarte auch vollkommen aus, gerade wenn man in WQHD spielt, wie der Name des PCs das halt sagt. Ich würde euch trotzdem empfehlen, falls ihr mit dieser Kiste streamen wollt, nehmt einen 8 Kerner, aber wenn ihr wirklich nur daddeln wollt, reicht der völlig. Und der kostet 195 € bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine GameStar Liquid ARGB 240 mm Wasserkühlung. Gut, hier auf dem Bild sieht man jetzt ein GameStar-Logo, sonst ist ein Boostbox-Logo drauf, macht den Braten jetzt aber nicht fett. Das ist nämlich nichts anderes als eine umgelabelte Deepcool LS520. Habe ich schon getestet, völlig in Ordnung, reicht für diesen Prozessor auch aus, sieht auch gut aus dabei. Bisschen RGB-Beleuchtung haben wir halt auch noch mit dabei, könnt ihr dann über die Software vom Mainboard steuern. Und die kostet 101,06 € bei ProShop.de. Die Grafikkarte ist eine Sapphire Radeon RX 7800 XT 16 GB. Das ist ebenfalls eine gute Grafik, wie auch eben schon der Titel gesagt hat, für WQHD, natürlich auch für Full HD Gaming. 4K geht damit auch, kommt immer auf die Titel an, sage ich auch immer ganz oft. E-Sports Titel in 4K überhaupt kein Problem, in WQHD könnt ihr sogar einigermaßen AAA Titel damit spielen. Ihr dürft jetzt natürlich nicht irgendwie Raytracing und den ganzen Bums auf volle Möhre drehen, dann funktioniert die ganze Nummer nicht mehr mit flüssigen Bildraten, aber den FPS Test dazu findet ihr sowieso in der Videobeschreibung. Und die kostet 529,91 € bei eBay über Notebooks billiger. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming B650 plus Wi-Fi. Und hier natürlich passend zum Prozessor der AM5-Sockel, also aktueller geht's bei AMD gerade nicht. Und der B650-Chipsatz reicht auch völlig aus. Ihr braucht keinen höheren Chipsatz, selbst wenn ihr jetzt einen 7800X3D oder so nehmt. B650 reicht. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots. Ich denke, davon könnt ihr vielleicht nur 2 Stück benutzen, weil der hier überdeckt wird vom Kühler der Grafikkarte. Aber ihr braucht ja zum Beispiel kein WLAN oder so nachrüsten, weil halt schon WLAN mit drin ist. Da könnt ihr dann eine Capture-Card oder USB-Erweiterungskarte oder so reinstecken. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, ein Flashback-Button, zweimal USB-Typ C, zweimal USB 3.1, viermal USB 2.0, Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafikanschlüsse bitte nicht benutzen, nimmt die der Grafikkarte, sonst geht euch viel Leistung flöten. Das ist wirklich ein vernünftiges Board. Vielleicht sogar schon ein bisschen too much für einen 7600, aber hey, ihr könnt später auf jeden Fall noch gut aufrüsten. Und immerhin haben sie hier nicht gespart. Ich möchte mich auch gar nicht beschweren, passt gut ins System rein. Und das kostet 207,84 € bei ProShop.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM Dual Channel 2x16 GB 5200 MTS Kingston Fury Beast. Und das finde ich halt wieder so schade. Es hat wieder so gut angefangen und sie nehmen hier 32 GB, was schon mal völlig okay ist, leider nur 5200 MTS RAM. Das entspricht natürlich der Spezifikation von AMD, aber da hätten sie mindestens 6000 reinpacken können. Genauso wie sie hier CL40 RAM nehmen. Ja, das ist tatsächlich so angegeben. Man kann sich hier nämlich die Info angucken und dann steht da halt latent CL40 40 40. Und das finde ich wirklich schade. So 6000er CL32 von mir aus oder CL30, das wäre richtig geil gewesen. Nein, sie nehmen hier wieder den RAM, den sie irgendwo mal günstig geschossen haben. Und gerade AMD profitiert von schnellen RAM, deswegen konfiguriert es euch bitte um, sofern ihr diesen PC denn kaufen wollt. Ansonsten ist rein qualitativ vom Hersteller aus gesehen alles in Ordnung. Und der kostet 99,90 € bei notebooksbilliger.de. Die Festplatte ist eine 1000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston NV2.
Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Also erstmal 1 Terabyte ist in Ordnung. Qualitativ gibt es für den Preispunkt um die 50 Euro auch schon bessere SSDs, aber sie reicht fürs Zocken völlig aus. Höhere Geschwindigkeiten, finde ich, sind nur interessant, wenn ihr wirklich viele Daten kopiert oder verschlüsselt oder irgendwie entpackt oder wieder packt, wie auch immer. Aber für einen Gamer reicht das. Und die kostet 53,58 € bei playox.de. Das Gehäuse ist ein CSL Midgard Weiß ARGB-Beleuchtung mit Steuerung Glas Seitenteil. Das bringt schon vorne 320mm Lüfter mit, die blau beleuchtet sind, und einem Heck, der auch blau beleuchtet ist. Hatte ich auch schon hier, habe ich schon getestet. Ist okay, ist nichts Besonderes, ist ein günstiges Case, bei dem Angebotspreis ist das aber auch noch in Ordnung. Wenn euch das designtechnisch gefällt, ja, nehmt es ruhig, kabelmanagementtechnisch ist da jetzt auch nicht so viel drin los, kann euch aber irgendwo auch egal sein, weil ihr sowieso einen fertigen PC kauft. Ansonsten konfiguriert es euch halt um. Und das kostet 58,40 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir ein 700 Watt Boostbox Power Boost Netzteil, 90% Effizienz, 80 plus Gold zertifiziert. Herstellergarantie, wie immer ein Jahr. Ich verstehe es nicht, wenn sie so überzeugt sind von diesen Netzteilen, können sie mehr Garantie drauf geben. Würde ich euch auch empfehlen, um zu konfigurieren. Ich vertraue den Dinger nicht so ganz. Dann haben wir noch 80 plus Gold Zertifizierung, festes Kabelmanagement. Hier gibt es aktuell auch keinen wirklichen Preispunkt, also derzeit keine Angebote. Das lag aber immer so bei 80 €, die rechnen wir gleich drauf. Hier wieder die kleine Besonderheit, 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice, also Pickup und Return. Kostet bei anderen Systemintegratoren meistens so circa 70 €, wenn ihr von 2 auf 3 Jahre erweitern wollt. Ist ganz nett, dass es dabei ist, why not? Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1245,69 € plus jetzt diese, naja, 80 € für dieses Billo-Netzteil. Dann seid ihr bei ungefähr 1325 €. Und das System kostet 1379 €. Preislich gesehen also völlig okay. Sie verarschen euch jetzt auch nicht großartig hier irgendwie mit dem Bild, außer dass hier hinten halt ein RGB-Lüfter drin ist. Hier sind halt blau beleuchtete Lüfter drin. Es sei denn, die wechseln sie natürlich irgendwie aus, weil sie mit Deepcool irgendwas ausgemacht haben. Es gibt ja speziell Gehäuse, die werden umgelabelt für Systemintegratoren, wie jetzt auch hier. Hier steht CSL drauf, Boostbox gehört ja zu CSL. Aber ich gehe jetzt halt von den blauen Lüftern aus. Wie ich eben schon angesprochen habe, RAM tauschen, CL32 oder CL30 mit 6000 MTS, das wäre eine coole Nummer. Das Netzteil tauschen und eventuell das Gehäuse. Das ist aber Geschmackssache. Also abzocken tun sie euch damit definitiv nicht. Ich finde es halt nur schade, dass dann wieder solche Ausreißer da drin sind, wie eben gerade beim RAM. Bei dem Netzteil kann man irgendwo drüber reden. Ihr habt halt 3 Jahre auf das Komplettsystem. Das umfängt ja auch das Netzteil irgendwo. Wenn das dann nach 2 Jahren irgendwie die Füße hoch macht, dann kriegt ihr halt ein neues. Ich würde es einfach grundsätzlich sofort tauschen. Irgendein namhaftes rein. Von BeQuiet oder was. Von mir aus dieselbe Wattzahl, weil die Wattzahl war okay. Deswegen, da jetzt eine Alternative raussuchen bei dem Preispunkt, brauche ich nicht. Konfiguriert es euch halt so um, dann passt das schon. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.